Ihr 20 Meter langes Holzboot war völlig überladen, sinkt, als die Wellen höher werden. Mindestens 256 Menschen treiben stundenlang im Wasser, irgendwo zwischen der türkischen Küste und der griechischen Insel Lesbos. Mindestens 54 Menschen sterben. Das war vor 3 Jahren. Mitverantwortlich für diese Katastrophe ist er, urteilte heute das Landgericht Kiel. Der 28-jährige Iraker muss für 6 Jahre ins Gefängnis. Er sei mitverantwortlich für den Tod von 4 Menschen. Für die Schleusung soll er einen 5-stelligen Betrag erhalten haben. Die Kammer hat den Angeklagten verurteilt wegen versuchter Schleusung mit Todesfolge in Tateinheit mit versuchtem gewerbs- und bandenmäßigen Schleusen. Der Vorwurf ist also, dass beim Schleusen einer erwachsenen Person, eine Person, nämlich diese erwachsene Person, zu Tode gekommen ist. Bei der Strafzumessung hat die Kammer außerdem berücksichtigt, dass mindestens 3 Kinder ums Leben gekommen sind. Der Verurteilte war nach Deutschland geflüchtet, lebte zuletzt in Strande bei Kiel. Hier wurde er im Oktober 2017 festgenommen. Eltern von Opfern hatten ihn erkannt. Der Mann, selbst Vater 2 Kinder, bestreitet die Tat. Mit Schleusungen habe er nichts zu tun, habe in Istanbul gearbeitet, Ferienwohnungen vermietet. Die Beweisaufnahme war schwierig, denn viele Zeugen lebten im Ausland. Die Schwierigkeiten bei der Zeugenvernehmung der ausländischen Zeugen hat dazu geführt, dass das Verfahren sich etwas in die Länge gezogen hat, weil natürlich immer wieder versucht werden musste, mit den Personen in Kontakt zu treten. Das ist, wie Sie sich vorstellen können, bei Zeugen, die sich im Ausland aufhalten, nicht so einfach. Insbesondere, weil ja die bekannten Probleme mit Infrastruktur und Kontaktaufnahme in einem Krisengebiet wie dem Irak zu besonderen Schwierigkeiten führt. Die Richter blieben in ihrem Urteil unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft nach 9 Jahren und 4 Monaten Haft. Die Verteidigung hatte Freispruch beantragt.